und herzlich willkommen zu meinem Mittwochvideo. Ja, herzlich willkommen zum Mittwochsvideo. Und das Sprachzentrum von der Elabella Flor ist gerade ein bisschen blockiert. Nicht nur ein bisschen. Nicht nur ein bisschen, aber sie versucht mit ganzem Mut euch mal zu zeigen, ja, ganz authentisch, was passieren kann, wenn die Sprache weg ist. Es fällt mir nicht leicht, weil ich glaube, das Schwierigste daran ist, dass man irgendwie noch nie irgendwo anders gesehen hat oder man hört. Man steht da völlig alleine damit. Ja, man steht alleine damit, weil man hat das noch nie gehört, dass es irgendjemand so zeigt, dass bei Überlastung und bei Overload im Kopf plötzlich Funktionen ausfallen. Und in dem Fall ist es die Sprache. Naja, und die Motorik. Und die Motorik, richtig. Und es geht ungefähr 4 bis 5 Tage. Hätten wir schon beim Hekten. Dieses Mal geht es ein bisschen länger, weil wir hier im Stadtviertel sehr viel Krach hatten. Und weil mein Hase Krach macht. Und weil der Hase Krach macht, ja. Also, für mich ist das Schwierigste daran immer dieses Gefühl, keiner außer mir hatte. Das Schwierigste ist das Gefühl, keiner außer dir hat das. Aber das weiß man ja nicht. Ich habe auch immer den Eindruck, ich habe da auch immer diese, ich darf ein Versagen. Ich habe immer gewöhnt, ich habe ein Versagen, wie konnte ich nicht schaffen, meine Sprache zu behalten. Das ist doch das, was man an sich als erstes lernt, zu reden. Man fühlt sich dann ja, jetzt geht die Sprache bei mir weg, man fühlt sich dann wie ein Versager, weil man dachte, sprechen lernt man doch schon ganz klein und plötzlich fällt die Sprache wieder aus. Ja, und mir ist das auch immer so, ich finde immer, ich klinge total dämlich. Ja, man fühlt sich ganz dämlich. Nein, ich klinge dämlich. Ja, man klingt dämlich und fühlt sich dämlich, weil plötzlich Vokabeln fehlen oder weil man wie einen heißen Knödel im Mund spricht oder weil einem Dinge überhaupt nicht einfallen. Ich habe die ganze Zeit, und man kann dich nicht wirklich ausdrücken, weil über die Hälfte der Leute verstehen dich gar nicht. Ja, man kann sich nicht gut ausdrücken. Die anderen verstehen einen nicht und es fehlen auch selber die Worte, die Logik. Ja, dann wird sich zu verständigen etwas schwer. Und das wirkliche Problem ist, dass die meisten dann, wenn du es am dringendsten brauchst, die Stifte leer sind. Und was ist das Schlimmste, wenn du hast ja keine andere Wahl, als alle aufzuschreiben. So, und dann ist immer die Stifte leer, wenn du sie am meisten brauchst. Genau, die Kulis sind dann immer leer, wenn man sie am meisten braucht. Das ist ja ein typisches Phänomen, dass die Kulis, die in Telefonnähe sind, auch meistens leer sind. Ja, das ist furchtbar. Wenn man sie am meisten benötigt. Für mich ist es immer so, dass ich meistens bevorzuge in dieser Zeit, selbst wenn ich schon anfangen kann, wieder nur reden, ich hack einfach gar nichts. Ja, man schützt sich dann selber davor, auch wenn man denkt, es könnte schon wieder gehen, die Sprache, dass man trotzdem einfach gar nichts sagt, um das selber nicht zu hören und auch nicht die Nachfragen von anderen zu haben. Und vor allem, weil ich mich selbst nicht hören kann. Ich kann nicht mich selbst hören in dieser Zeit. Ja, sagte ich doch gerade, weil man sich selber so nicht hören kann und will. Und meistens auch, weil ich das Gefühl habe, das, was ich sage und das, was ich denke, passt eh nicht zusammen. Naja, wenn man das Gefühl hat, was man sagt und was man denkt, passt nicht zusammen, weil die Wörtersuche schwierig ist, Logik schwierig ist und einfach man sich nicht richtig vermitteln kann, wenn die Sprache fehlt. Also, bei mir ist meistens so der erste Tag bis zum ungefähr zweiten bis dritten Tag geht gar nichts. Da geht einfach wirklich gar nichts. So 1 bis 3 Tage kommt gar nichts raus. Mhm. Ja. Dann ab dem dritten Tag kann ich anfangen, ein bisschen zu knödeln. Aber das klingt noch viel schlimmer als das jetzt. Ich wollte sagen, mit viel Glück geht am dritten Tag ein bisschen. Ja. So, Und natürlich der berühmte, gute, alte Klassiker. Und dann nur ab dem vierten, fünften Tag fange ich so an zu reden. Ja, so vierten, fünften Tag löst sich die Blockade schon ein bisschen. Da hat die ersten Hut da.
Und wenn es dann das Husten losgeht, ist die Hoffnung groß, dass das Sprachzentrum sich wieder öffnet. Und dann nur nachdem diese Knödeln kommt, kommt bei mir auch mal eine total, habe ich immer noch Wortfindungsschwierigkeiten, mindestens 2 Tage. Also, zuerst das Knödeln, zuerst das Stummsein, dann das Knödeln, dann wird die Wortfindungsstörungen. Ja, meine Stimme wird dann wieder normal, aber die Worte, die ich dann sagen will, die sind plötzlich weg. Dann, wie wenn du, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, aber den Film von Disney, der Magier, wenn der da steht und alle um ihn rumfliegt. Ja, gibt's dann bei Disney einen Film? Und der Mickey Mouse, der Magier oder irgendwo was. Okay. Und da gab die Szene, wo 1000 Bücher oder irgendwas rumgeführt sind und holte dann mit den Worten in meinem Kopf, die wirren alle in meinem Kopf rum. Und ich lese alle, aber sagen kann ich kein einzige, weil ja, ich das nicht mehr weiß, welches das ist. Die Worte schwirren im Kopf rum und sie sind zu sehen. Mhm. Aber du kannst sie nicht sprechen. Und dann denke ich mir immer so, jetzt im Moment sind die Worte da und ich kann sie auch brechen, aber geknöle. Ja. Und dann sind sie plötzlich wieder weg. Und ich bin dann immer so total komisch, wenn ich dann dachte und versuche meiner Mama zu sagen, ich will Milch, nicht anders an eine Milch. Und rauskommt und... Ja. Und schwierig ist ja dann das zu verstehen, dass man dann nicht sagt, dann hol dir die Milch halt selber, weil eben die Motorik ja mitblockiert ist. Nämlich dann, und meistens, erst ist es ganz furchtbar, dann wird es besser, dann wird es noch ein bisschen besser, dann wird es wieder schlimmer und dann ist es vorbei. Und dann, wenn es Husten losgeht, dann sagen wir, ja, bald ist es wieder da. Nein, das Husten ist für mich nicht der Moment, wo ich froh bin, um ehrlich zu sein. Husten ist der Moment, wo ich froh bin, dass ich wieder reden kann. Okay. Aber der Moment, wo ich glücklich bin, wieder daher wirklich froh bin, ist der, wenn die Worte nicht mehr wirren. Wenn die Worte nicht mehr im Kopf rumschwirren, sondern du sie sagen kannst. Mhm. Ja. Und dann auch wieder selbstständig deine Dinge tun kannst, wie du willst. Ja. Diese Abhängigkeit ist ja auch blöd. Wenn man Hilfe braucht, um eine TK-Pizza aufzuwärmen. Ja, oder Glas einzuschenken, weil die Flasche zu schwer geworden ist. Oder wenn man nicht mehr weit, oder wenn Mutter dir Glas wortwörtlich hinheben muss, damit du trinken kannst, weil die Schluckmotorik nicht funktioniert. Ja, wenn die Schluckmotorik nicht geht, die Hebemotorik, dann muss man wie beim kleinen Kind das Glas hinhalten. Mhm. Und das ist dann irgendwie komisch, wenn man in der Zeit versuche ich dann immer den Gedanken total auszublenden, wie alt ich eigentlich bin. Dann in dem Moment, wo ich einfach nur daran denke, es ist halt so. Aber sobald auch nur eine Sekunde der Gedanke kommt, du bist 24. Elena, du bist 24 Jahre alt. Eigentlich solltest du das hinkriegen. Du kannst nicht alleine trinken. Du kannst nicht alleine trinken, kannst nicht dich alleine waschen, kannst nicht alleine essen. Meldet dich. Essen machen, ganz verschwiegen. dein Maximum am Wachsein in dieser Zeit 4 Stunden und dann legst du dich eben dahin. 4 Stunden wach, 2 mindestens 6 Stunden gepennt. Ja, aber das ist auch das, was hilft. Das Schlafen bringt dem Gehirn dann Erleichterung. Aber du bist einfach nur müde. Ich bin gerade nur müde. Für mich, entschuldigt übrigens, dass Leo, der will auch mitmachen. Ich bin nur müde. Ich kann gerade, egal was ich mache, ich war mit Mom draußen. Nur für ein paar Minuten. Und kaum bin ich nach drin gekommen, habe ich nur für dich ein bisschen draußen sein, an der Luft theoretisch, brauche ich mindestens 2 Stunden Schlaf, um das wieder zu bearbeiten. Ja, wenn du nur ein paar Minuten rausgehst, brauchst du dann 2 Stunden Schlaf. Ja. Weil es so anstrengend ist, schlage ich jetzt vor, dass wir das Video beenden. Und also, was ich noch sagen muss, für mich, für die, weil jemand ein Angehöriger ist, der das haut. Für mich ist es dann oft leichter, die erste Zeit rauszugehen mit Mom, weil ich dann nicht so alleine in dieser Welt da draußen bin, die dann noch komplizierter für mich wirkt. Mit Begleitung rauszugehen ist dann wichtig, gell? Weil die Welt draußen sowieso schon schwierig ist und dann in so einem Zustand wird es noch schwieriger. Und meine Orientierung ist dann total für ein hart geduldigt. Die Orientierung ist so schon von aber in dem Moment ist gar keine mehr da. Ja. Naja, ich hoffe, dem einen oder anderen hat ihr Video jetzt geholfen, weil ich dachte mal, na eigentlich hat meine Mutter gesagt, das wäre vielleicht mal interessant, das zu zeigen, weil
ich für mich habe den Mut nicht gefunden, aber mit meinem Hilfe habe ich den gefunden. Ich hoffe, dass dem einen oder anderen hilft, weil ich muss zugeben. Wir hoffen, dass es hilft, nur deshalb ist die Überwindung da. Ja. Und ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Woche. Wir sehen uns dann am Freitag wieder. Ich hoffe, bei Gott, dass ich dann nur noch die Wortbildungsschwierigkeiten habe. Also, am Freitag könnt ihr euch auf ein sehr verpeiltes Video einrichten. Ja, wir wünschen eine schöne Woche und ich hoffe auch, dass die Sprache zurückkommt, weil dann ist auch die Entlastung von meiner Seite her wieder gegeben. Hey, geht auch wie eine Mumie. Dann will ich nicht ins Bild. Das tut mir total leid. Also, könnt ihr aber, wenn ihr weitere habt oder wenn ihr irgendwie was Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare oder auf Twitter. Das scheint ein ganz schwieriges Wort zu sein. Oder Facebook. Wir machen hier Schluss, weil alle wissen, wo sie das drunter schreiben können, deine Videos kennen, bevor noch mehr so komische Worte aus dir rauskommen. Mit dann. Ich wünsche euch eine neue Zeit.